sehr verehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Madame et Monsieur, hier ist der Reggae Hase Bo. Ich bin Bo mit 4 O. Tanzt mit mir und singt mal alle Yo! Yo! Ich bin Bo mit 4 O. Ich bin ein Hase und Reggae macht mich froh. Es gibt Vögel, die hören Jazz und Frösche, die mögen Soul und manche Hunde, die lieben Rock'n'Roll. Ich kenn Käfer, die stehen auf Beat und ne Katze, die Klezmer mag. Doch ich hör am liebsten Reggae jeden Tag. Denn ich bin Bo mit 4 O. Tanzt mit mir und singt mal alle Yo! Yo! Ich bin Bo mit 4 O. Ich bin ein Hase und Reggae macht mich froh. Oh yeah! Oh, hallo Bo! Hey, hallo Josie! Hey Bo, alles cool? Oh, hallo Peter! Hallo! Und hallo Leute da draußen an den Empfangsgeräten, hallo! Hallo! Ich habe jetzt gar nichts gehört. Ich glaube, die können mal ein bisschen lauter Hallo rufen. Hallo! Hallo! Ich glaube, vielleicht geht's ja, wenn auch die Erwachsenen jetzt mal mitrufen. Und hallo! Hallo! Ich glaube, ich habe was gehört. Oh, toll. Ich glaube, es sind ganz viele Leute da. Na klar. Oh, sag mal, habt ihr gehört, die Spielplätze sind wieder geöffnet? Oh, was? Oh, ja. Ich habe das noch nicht gehört. Ah, Josie, wir müssen auf jeden Fall zusammen auf den Spielplatz gehen nachher. Das machen wir. Ich habe so lange drauf gewartet. Ja, mir war schon so langweilig. Und Peter, warst du schon auf dem Spielplatz? Na klar, ich war skaten. Was? Ja. Und deine Knochen sind noch heile? Na klar, guck dir. Ja, sogar mein Schwanz ist noch dran. Oh, super. Ich bin Bo mit 4 O. Komm, tanzt mit mir und singt mal alle Yo! Yo! Ich bin Bo. Er ist Bo. Mit 4 O. Mit 4 O. Ich bin ein Hase und Reggae macht mich froh. Jawohl! Und vielleicht wollt ihr ja auch mal singen. Könnt ihr das schon? Tanzt mit mir und singt mal alle Yo! Yo! Ich bin Bo. Er ist Bo. Mit 4 O. Mit 4 O. Ich bin ein Hase und Reggae macht mich froh. Juhu! Yeah, cool, Bo. Oh, hallo Leute! Herbie Heuler! Wisst ihr was? Ich bin ganz aufgeregt. Ich muss euch dringend was erzählen. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Ich habe mir nämlich auch einen Song ausgedacht und mir dazu den coolsten Künstlernamen überlegt. Und du meinst, der ist noch cooler als Bo? Naja, vielleicht nicht noch cooler, aber mindestens genauso cool. Na, dann raus damit. Mein Künstlername ist jetzt Mr. Sabba Sabba. Mr. Sabba Sabba. Ich mach mich kaputt. Findest du wirklich, dass das ein cooler Name ist? Ja, natürlich, das finde ich. Ja, das findet er. Mr. Sabba Sabba. Soll ich euch mal meinen Song vorsingen? Ja, los, Herbie, lass uns mal deinen Song hören. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Schüttel den Speck. Jetzt geht's los. Ich bin Mr. Sabba Sabba. Hey, Mr. Sabba Sabba. Mr. Sabba Sabba. Mr. Sabba Sabba. Ich bin fantastisch, einfach galaktisch. Meine Freunde sagen, Junge, Junge, bist du toll. Ich bin der Beste, einfach der Größte. Was die anderen sagen, nehme ich einfach nicht für voll. Hey, du, schau nur hin, siehst du nicht, was für ein super toller Hecht ich bin? Ich bin spitz, steil wie der Superpfeil, weil ich immer wieder an meinen Reimen feil. Mr. Sabba Sabba, hey! Mr. Sabba Sabba. Mr. Sabba Sabba. Mr.
Sabba, hey, hey, hey und coole Endpose. Mr. Sabba, Sabba. Das ist aber... Ich reg mich nicht mehr ein. Das ist aber wirklich ein cooler Song, Herbie. Ja, finde ich auch. Peter, nicht lachen, du bist gemein. Ach, er meint es doch nicht so. Aber er lacht mich doch aus. Nein, nein, nein. Der lacht dich bestimmt nicht aus. Jetzt lacht ihr auch noch. Ihr seid alle gemein. Dann gehe ich jetzt einfach. Oh, Herbie. Oh, Herbie, bleib doch hier. Nein, ich bleib nicht hier. Oh, Leute. Ich glaube, Herbie ist jetzt richtig sauer auf uns. Wisst ihr was? Ab jetzt ist mein Künstlername auch Mr. Sabba Sabba. Peter. Peter, hör auf. Na, ist ja schon gut. Was ist denn jetzt los? Achtung, Achtung! Dies ist eine wichtige Durchsage. Im Reggae-Wald ist ein Feuer ausgebrochen. Es breitet sich aus Richtung Mentu-Gebirge. Die elefantastische Feuerwehr muss sofort ausrücken. Ich wiederhole, sofort ausrücken! Habt ihr das gehört? Oh je! Yeah. Ein Feuer ist ausgebrochen, hier das, bei uns im Reggae-Wald. Ja, das wird Ärger geben. Und das ist doch gefährlich für alle Waldbewohner. Ja. Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Jedenfalls breitet sich aus bis ins Mentu-Gebirge. Ja. Josie, was ist denn passiert? Josie, es ist ein Feuer ausgebrochen hier bei uns im Reggae-Wald. Ja, und es breitet sich aus bis ins Mentu-Gebirge. Oh nein. Ja. Ey. Achtung, Achtung! Ach, da! Alle zur Seite treten! Ich bin Sammy, der Feuerwehrsalamander, und ich hab hier das Kommando! Also, alle zur Seite Abstand halten! Das wird ja brandgefährlich! Eine Branduntersuchung! Was denn los? So, Feuerwehrhauptmann Eon! Ja! An ihr treten! Jawohl! Das darf doch nicht wahr sein! Das ist keine Übung, mein Freund! Ja, Eon ist angetreten! Wo ist denn deine Jugendtruppe? Die Jugendtruppe ist auf Homeoffice! Was? Das darf doch nicht wahr sein! Ja. Na, dann brauchen wir jemand anders! Hast du nicht noch jemanden? Kann ja mal fragen. Hallo, ist noch jemand da? Von der Jugendtruppe? Oh, komm schon! Schnell, das brennt! Ja, da ist Ach, er! Da! Jugendtruppe angetreten! Jawohl! Ihr seid bereit? Jawohl! Na dann, Rüssel ausgefahren! Rüssel ausgefahren? Ja! Wasser eingesogen! Wasser eingezogen! Und Wassermarsch! Wassermarsch! Nochmal! Hier, der Brand muss doch gelöscht werden, Freunde! Geht hier keine Müdigkeit von euch! Jawohl, Sammy, nochmal! Also, Rüssel ausgefahren! Jawohl! Wasser eingezogen! Und Feuer, Wassermarsch! Wassermarsch! Nochmal, Leute, das ist ein Großbrand. Na los, hier los. Nochmal Wasser eingezogen. Und? Jawohl, und Wasser. Wassermarsch. Oh, heiliger Bimbam. Oh, da hinten ist noch was. Da ist tatsächlich noch ein Flämmchen. Los, schnell. Also nochmal Wasser eingezogen. Jawohl, Wasser eingezogen. Wassermarsch. Ihr müsst löschen. Löschen, bis alles vorbei ist. Na los, das ist keine Übung. Jawohl. Nochmal. Wenn der rote Hahn erwacht und zündet oben auf dem Dach. Oder wenn die Scheune brennt und jeder um sein Leben rennt, dann löschen wir das Feuer, Feuer, Feuer. Das Flammenunjoheuer. Was heißt hier? Wir löschen mit Feuer, Feuer, Feuer. Und das böse Feuer, Feuer, Feuer. Das Flammenunjoheuer. Ja, das Flammenunjoheuer. So, Freunde, das riecht nach gelöschtem Brand. Ihr dürft wieder zurück ins Homeoffice gehen. Jawohl, Sammy, ab die Post. Ja. So schnell habe ich noch nie jemanden verschwinden sehen. Ja, das muss man wieder selber machen. Na dann, wollen wir doch mal kicken, was hier genau passiert ist. Ja. Oh. Ah, sehr interessant. Huh. Huh. Ja. Oh. Ja. Ha. Ich hab's. Dit.
war eindeutig Brandstiftung. Ja, derjenige, der dies getan hat, wird aufs Übelste bestraft und ab ins Gefängnis gesperrt. Ich, bei meiner Ehre, werde nicht erruhen, bevor ich den Übeltäter geschnappt habe. Na dann, auf ins Quartier. Mit mir. Und 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wer macht denn sowas? Oh, ein Feuer legen. Das hätte auch ins Auge gehen können, wenn der Brand sich ausgebreitet hätte. Oh. Ja, das hätte richtig Ärger geben können. Dann wäre der ganze Reggae-Wald in Flammen aufgegangen. Ja, oh, aber sowas. Oh, Mann! Oh! Ups! Oh, wer ist... hallo? Ist da jemand? Oh, bitte, lasst mich in Ruhe und geht einfach weiter. Wir wollen aber wissen, wer da ist. Ich hab gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen. Aber, wir wollen doch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Donner verflixt nochmal. Dreimal Drachenblut. Ich habe gesagt, ihr, genau ihr, ihr sollt mich einfach in Ruhe lassen! Oh. Ups. Oh. Jetzt ist es schon wieder passiert. Oh. Hallo. Hallo, du da. Sag mal, ist alles in Ordnung mit dir? Nein. Gar nichts ist in Ordnung. Das ist überhaupt nicht mein Tag heute. Und dann habe ich mir auch noch den Kopf gestoßen. Yo, solche Tage kenne ich. Ja. Du, ich bin übrigens Bo und das sind meine Freunde Josie und Peter. Ja. Hallo. Hallo. Ich bin übrigens Alberich. Aha. Aber meine Freunde, die sagen Arik zu mir. Na gut, die meisten sagen Alberich. Ich hab nämlich gar keine Freunde mehr. Oh. Du, Alberich, ja? Wenn ich dir die Hand gebe, spuckst du mich dann mit Feuer voll? Naja, ich kann das ja mal versuchen, aber ich hab das mit dem Feuerspucken nicht so unter Kontrolle. Na komm, wir probieren's mal. Na gut. Ach da, hallo. Du, Alberich, warum hast denn du dein Feuer nicht unter Kontrolle? Ach, wisst ihr, das ist immer, wenn ich wütend bin, dann kommt das Feuer einfach so aus mir raus. Und dann muss ich gucken, dass ich irgendwo hinspucke, wo gerade nichts ist. Sonst geht alles in Flammen auf. Ach, dann warst du das wohl mit dem Feuer im Wald? Ja, aber bitte verratet mich nicht. Das war nicht mit Absicht. Okay. Ist aber wirklich doof, dass du immer Feuer spucken musst. Ja, das finde ich auch. Total. Wisst ihr, früher, da war das alles ganz anders. Da hatte ich eine Menge Freunde und das lief richtig gut. Aber dann ist irgendwas passiert und dann wurde ich wütend und dann musste ich Feuer spucken und dann wurden meine Freunde wütend und dann wurde ich noch wütender und dann musste ich erst recht Feuer spucken. Och. Oh. Wisst ihr, es ist überhaupt nicht leicht, ein Drache zu sein. Also davon kann ich wirklich ein Lied singen. Oh Mist, wisst ihr, immer wenn das so Feuer aus mir rauskommt, dann kann ich das gar nicht kontrollieren. Was soll ich denn machen? Wenn ich sauer bin, dann bin ich sauer. Und dann kann ich auch nicht anders als nur sauer sein. Nein, immer wenn ich sauer bin, dann bin ich sauer. Und dann kann ich auch nicht anders als nur sauer sein. Nein, immer wenn ich sauer bin, dann bin ich sauer. Und dann kann ich auch nicht anders als nur sauer sein. Nein, immer wenn ich sauer bin, dann bin ich sauer. Und dann kann ich auch nicht anders als nur sauer sein. Nein, immer wenn ich sauer bin, dann bin ich sauer. Und dann kann ich auch nicht anders als nur sauer sein. Nein, immer wenn ich sauer bin, dann bin ich sauer. Und dann kann ich auch nicht anders als nur sauer sein. Nein, immer wenn ich sauer bin, dann bin ich sauer. Und dann kann ich auch nicht anders als nur sauer sein. Nein, immer wenn ich sauer bin, dann bin ich sauer. Aha, da haben wir ja den Missetäter. Ups. Im Namen des Königs bist du verhaftet, weil du Feuer gespuckt und den Reggae-Wald angezündet hast. Aber das war doch nicht mit Absicht. Pass mal auf, jetzt kommst du ins Gefängnis. Jawohl. Auf Befehl des Königs. Was? Setz dich in Bewegung, sonst hole ich die Polizei, Nashörner. Nein, und das wird kein Zucker schlecken, das sag ich dir. Ich gehe ja schon. Oh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Da
bin ich wütend! Jetzt lang! Ups, Entschuldigung! Oh, Leute, jetzt ist der Alberich ins Gefängnis gesteckt worden. Das ist ja schrecklich. Was machen wir denn jetzt? Der Alberich, der kann doch gar nichts dafür, dass er immer Feuer spucken muss. Das will der doch gar nicht. Oh, ja, ist wirklich uncool. Wie können wir ihm denn helfen? Ja. Wir müssen ihm doch helfen. Was machen wir denn da? Leute, ich habe eine Idee. Ach. Wir müssen zum König. Oh, gute Idee. Dann auf zum König. Jawohl. Jawohl. Los. Perfekt für einen Mittagsschlaf. Ja, den gönn ich mir jetzt. Ja. Herr König? Ah, der Reggae-Hase Bo und seine Freunde. Ja. Was wollt ihr denn hier? Herr König, wie ihr sicherlich schon gehört habt, wurde der Drache Alberich gerade festgenommen. Mhm. Ja. Und wir finden, Sie sollten ihn wieder freilassen. Ja. So, findet ihr das? Ja. Das finde ich übrigens auch. Das kann ich aber nicht. Er ist eine Gefahr für den ganzen Reggae-Wald. Und wenn wir uns was einfallen lassen, damit er nie wieder Feuer spuckt, lassen Sie ihn dann wieder frei? Aber Feuerspucken gehört nun mal zu einem Drachen, wie das Regieren zu einem König. Oh, bitte, geben Sie uns doch noch mal eine letzte Chance. Ja, bitte. Was meinst du dazu, Bo? Also, ich finde, wir haben auf jeden Fall eine Chance verdient. Ja, das finde ich übrigens auch. Aha. Und wie genau wollt ihr das anstellen? Hä? Hä? Wir lassen uns was einfallen. Wir schaffen das, ganz bestimmt. Nun gut, dann versucht es. Ja. Kommt er dann auch wieder frei? Also, wenn ihr es schafft, dass der Drache Ari kein Feuer mehr spucken muss, dann soll er natürlich freikommen. Oh, sehr gut. Vielen Dank, oh großer König. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, aber jetzt lasst mich in Ruhe Mittagsschlaf machen. Ja. Nie hat man seine Ruhe. Sag mal, Josie, wie willst du das denn anstellen? Wir kennen uns doch gar nicht aus mit Drachen. Ja, da habe ich wohl den Mund ein wenig zu voll genommen. Leute, ich weiß, wen wir um Rat fragen können. Ach, wen denn? Den mystischen Ska-Vogel. Oh ja, der hat uns ja schon öfters geholfen. Na los, dann lass den uns mal rufen. Oh ja, Ska-Vogel, Ska-Vogel, Peter, Ska. Du weißt doch. Ach so, ja. Ja? Mhm. Und los. Seht ihr was? Nein. Ich glaube, wir waren ein bisschen zu leise. Also dann lauter. Ja, lauter. Und nochmal. Und. Ich sehe immer noch nichts. Ich glaube, wir waren immer noch zu leise. Vielleicht können ja die Leute draußen an dem Bildschirm auch mal mitpfeifen. Ja, macht alle mit. Und los. Ska, 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 Ska. Ach, ihr seid das, Freunde. Ja, hallo, freut mich. Hallo, Ska-Vogel. Hallo, sagt mal, warum habt ihr mich denn gerufen? Ne? Naja, da gibt es einen Drachen, der heißt Alberich. Und immer, wenn er wütend ist, muss er Feuer spucken. Und wir wollen ihm gern helfen. Ach, die Geschichte, die habe ich schon gehört. Die hat sich ja schnell im Reggae-Wald rumgesprochen. Ja, ne? Und jetzt wollten wir dich mal fragen, ob du nicht weißt, was wir da tun können. Das ist eine gute Frage. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Also wenn man, dann könnte man. Aber ich habe es. Jawohl,
Hier in der Nähe des Reggiewaldes, da wohnt Professor Schnarchibald. Das ist ein Drachologe. Ich glaube, das ist genau der richtige Mann für euch. Soll ich euch hinbringen? Ja, los, bring uns hin. Toll. Na dann, eingestiegen. Oh, jetzt geht's los. Jawohl. Moment. Geht das aber vor sich, ich habe gerade sauber gemacht. Ja, ja, ich bin drin, es kann ich will losgehen. Auch mit, ich will auch mit. Natürlich, keiner wird vergessen. Und so. Hopp. Es kann losgehen. Alles klar, gut festhalten. Auf geht die Fahrt. So. Na Mensch. Zieht aber voll. Hups, Entschuldigung. Ska. Da vorne. Genau da um den Baum rum müssen wir. Ich erinnere mich langsam wieder. Jawohl. Sturzflug, Entschuldigung. Ska, jawoll. Zack. Und oh, da sind wir, Freunde. Da sind wir. Das ist die Höhle vom Professor Schnarchibald. So, ich lass euch mal raus. So. Ja, Moment. Vorsicht, tut euch nicht weh. So. Und du natürlich auch. Und hepp. Jawohl. So, Freunde, ich wünsche euch natürlich toi, toi, toi. Ne? Danke. Wenn ihr mich braucht, ruft mich. Ja. Danke, Skarvogel. Vielen Dank, Skarvogel. Bis dann. Tschüss. Ska, 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 ska. Oh, guckt mal. Also, ich würde sagen, ich bleibe hier am Höhleneingang und ihr geht zu diesem Professor. Und ich würde sagen, Peter, wir gehen alle gemeinsam. Mitgehangen, mitgefangen. Ich dachte ja nur, dass... Peter, los, wir gehen rein. Ist ja schon gut. Oh. Ist das dunkel? Hallo. Hallo. Könnt ihr was sehen? Nein. Professor Schnarchibald. Ich höre was. Oh. Ja, Peter. Kommt doch bitte ein bisschen näher, damit ich euch besser sehen kann. Ist euch kalt oder warum zittert ihr? Sind Sie Professor Schnarchibald? Professor Schnarchibald, habe die Ehre. Ja, mit wem habe ich es denn zu tun? Ich bin Bo und das sind meine Freunde Josie und Peter. Hocherfreut. Ja, was kann ich denn für euch tun? Naja, da gibt es so einen Drachen, der heißt Alberich. Und immer wenn er wütend ist, muss er Feuer spucken. Ah, bekanntes Problem, bekanntes Problem. Bei Drachen, da gibt es feuerfeste Erkenntnisse. Ach, und jetzt wollten wir Sie mal fragen, wie wir denn dem Arik helfen können. Ja, das wollten wir. Na, dazu muss man natürlich erst einmal wissen, warum so ein Drache Feuer spuckt. Ein Drache, lateinisch Dracu, besitzt eine Gasblase, in der sich durch die Verdauung leicht entzündlicher Wasserstoff sammelt. Und ja, das passiert nur, wenn sich der Drache so richtig aufregt. Dann sammelt sich das Gas, das sogenannte Drachenwutgas und... Hä? Nanu? Hallo, Herr Professor? Das kann doch nicht wahr sein. Professor, hallo! Hallo! Ja, Professor Schnarchibald, habe die Ehre. Mit wem habe... Ach, ihr seid das. Ja. Ja, wo war ich denn gerade stehen geblieben? Beim Drachengas. Ah, ja, natürlich. Drachen besitzen sehr, sehr scharfe Zähne aus Diamantenstein, die, wenn sie aneinanderschlagen,
sofort Funken entzünden. Und diese Funken entzünden dann das Gas. Das gibt's doch nicht. Professor, hallo! Dr. Feuer! Also wisst ihr, um dem Drache zu helfen, gibt es nur eine Lösung. Ihr müsst dafür sorgen, dass sich der Drache nicht mehr so, nicht mehr so aufregt. Aha. Danke schön, Herr Professor. Ja. Sie haben uns wirklich weitergeholfen. Ja, gute Nacht. Oh, Leute, so wie es aussieht, müssen wir nur irgendetwas finden, damit der Drache sich nicht mehr so aufregt. Ja, irgendetwas müssen wir finden. Ja. Leute, ich hab eine Idee. Ja. Wenn diese Wutgase durch die Verdauung entstehen, dann darf er einfach nichts mehr essen. Oh. Peter, das geht doch gar nicht. Nein, nein. Da hast du einen besseren Vorschlag? Nein. Ach, Leute, Leute, Leute. Ich glaube, ich weiß, wen wir rufen müssen. Den Skarvogel. Na dann, Skarvogel, Skarvogel. Moment mal, Peter. Hast du schon wieder vergessen? Hier. Ach so. Ich höre nix. Ich auch nicht. Wir müssen noch mal lauter pfeifen. Und? Immer noch nix. Ach, die Leute draußen an dem Bildschirm, die müssen wieder mitpfeifen. Ja, los, alle bitte zusammen. Mit. Und. Ska, 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 ska. Ihr seid das wieder. Freunde, schön euch zu sehen. Und was habt ihr rausgefunden? Ne? Tja, naja, so richtig haben wir noch nichts rausgefunden. Aber ich weiß, was wir machen könnten. Wir könnten mit ihm meditieren. Mit ihm was? Naja, das ist so stillsitzen und an nichts denken. Ja, das kenne ich. Das ist wie wenn ich nach einem langen Flug nach Hause in mein Vogelhäuschen komme und erstmal schön in Ruhe. Na, aber Skarvogel, los, wir müssen ganz schnell zum König. Wir wollen ihm von unserer Idee mit dem Meditieren erzählen. Das ist gut. Na, da bringe ich euch doch hin. Jawohl. So, eingestiegen. Ja. So. Ich will auch, ich will auch. Kann losgehen. Gut. Boom, schnell. Und alle. Hopp. Und los geht's. Freunde, festhalten. So. Das ist schon wieder so neblig. Ah, ich glaube, ich sehe es. Keine Bange. Wir kommen nach Hause. Ska. Hui. Oh, Entschuldigung. Tiefflieger, ihr kennt das Problem. Ja, ist gar. Oh, da unten, Sturzflug. Entschuldigung. Ah, da sind wir. So, Freunde, dann ausgestiegen. So. Alles okay? Na dann, Freunde, wünsche ich euch nochmal. Doi, doi, doi. Dankeschön, Skarvogel. Macht es gut. Ja. Ska, ska, ska. Ah, was wollt ihr denn hier? Wir wollen ganz dringend zum König. Aha. Der König ist aber nicht zu sprechen. Aber wir müssen ganz dringend mit ihm reden. Es geht doch um Alberich. Oh, so. Um Alberich. Ja. Naja, dann werde ich mal kicken, was ich tun kann, wa? Herr König, hier will Sie jemand sprechen. Ja, aber ich hab doch meine Mittagsruhe. Aber es geht um Alberich. Oh, um Alberich. Ja, dann. Das seid ihr ja wieder. Herr König? Ja, also, der Zinse, Herr König. Ja, und habt ihr euch etwas einfallen lassen? Ja, können wir mal den Alberich sprechen? Aber natürlich. Lasst den Alberich kommen. Jawohl, der Alberich kommt. Hey, bringt mal den Vogel nach vorne. Ey, nicht schubsen, hab ich gesagt. Also, da werde ich wütend, werde ich da. So richtig wütend.
Mann, bin ich sauer! Und dann muss ich... Achtung, es wird brandgefährlich! Ups, jetzt ist es schon wieder passiert. Manu! Alberich! Hallo, Freund! Alberich, wir wissen jetzt, wie wir dir helfen können. Echt? Die Wutgase in deinem Bauch sind schuld. Hä? Wir müssen etwas finden, womit du dich mehr entspannen kannst. Und wir werden mit dir meditieren. Willst du es mal versuchen? Ich trau mich nicht. Was ist, wenn das nicht klappt? Oh, du musst keine Angst haben. Weißt du was? Alle Kinder der Welt, alle helfen dir. Wirklich? Ja. Ihr da draußen helft mir alle? Oh, toll. Dann versuche ich das. Was denn, so viele? Ja, also dann. Was muss ich denn machen? Ja, pass auf. Du stellst dich jetzt ganz entspannt hin. Okay. Nimmst die Hände vor den Körper. So? Ja, die Handflächen nach oben. Und jetzt schließt du den Daumen mit dem Zeigefinger. So? Ja. Und so? Ja, so ist gut. Okay. Und jetzt denkst du an etwas Schönes. Geht auch Kirschkuchen? Den mag ich besonders gerne. Klar, Kirschkuchen ist super. Oh. So. Oh. Und nun? Und jetzt spürst du, wie dein Atem an die Nasenspitze kommt und geht und kommt und geht und kommt und geht und kommt und geht. Und Alberich, bist du ganz entspannt? Ja, ich spür's. Meine Nasenspitze kribbelt. Jetzt kommt es darauf an. So, Alberich, und jetzt denkst du an den Kirschkuchen. Ja. Ich sehe ihn groß und deutlich mit ganz viel Schlagsahne und Schokostückchen obendrauf. Und jetzt stell dir vor, wir alle essen den Kirschkuchen auf und du bekommst kein einziges Stückchen davon ab. Ja, esst ihn alle auf und ich bekomme kein Stückchen davon ab. Was? Wie bitte? Das ist aber gemein. Nee, da werde ich wütend, wenn ich da mein Kirschkuchen! Achtung, Achtung, es wird wieder brandgefährlich! Oh. Ups, Entschuldigung, schon wieder. Oh. Manu. Es funktioniert nicht. Nee, das funktioniert nicht. Also, der Drache muss zurück ins Gefängnis. Was? Jawohl, der Drache kommt zurück ins Gefängnis. Nein. Herr König, bitte lassen Sie mich noch etwas probieren. Noch etwas? Ja, wir wollen Yoga mit ihm machen. Jo, was? Yoga, das sind auch so Übungen, wo man sich entspannen kann. Ja, na dann. Also, bitteschön. Und Alberich, willst du es wieder versuchen? Also, wenn ihr da draußen wieder mitmacht, dann versuche ich das. Achtung! Der Drache macht jetzt Joghurt. So, Alberich, jetzt stellst du dich wieder ganz entspannt hin. Ja. Nimmst die Hände vor den Körper. So. Schließt die Handflächen. So. Und jetzt hebst du den rechten Fuß so. Und führst ihn an das linke Knie. So. Ja, so ist gut. Und jetzt finde deine innere Balance. Ja, ich bin total balanciert. Und jetzt denkst du wieder an etwas Schönes. Ich nehme wieder den Kirschkuchen. Ja, der Kirschkuchen ist super. Oh, gut, ich sehe ihn mit noch mehr Schlagsahne und bunten Streuseln drauf. Oh. Jetzt stell dir wieder vor, wir alle essen den Kirschkuchen auf und du bekommst kein einziges Krümelchen davon ab. Okay, wir essen ihn alle auf und ich bekomme kein Stück davon ab. Wir essen ihn alle auf und ich bekomme kein Stück davon ab. Wir essen ihn alle auf und ich bekomme kein Stück davon ab. Nein! Da werde ich wütend, werde ich da so richtig wütend! Achtung, Achtung, es wird wieder brandgefährlich! Ups! Entschuldigung!
Beleidigung schon wieder. Nein. Also, Herr König, das wird nicht. Ein Drache bleibt ein Drache und er wird immer Feuer spucken. Ja, Sammy hat recht. Jetzt muss er zurück ins Gefängnis. Oh. Also, du hast gehört, ab ins Gefängnis mit dir. Oh Mann, oh. Aber danke, dass ihr es versucht habt, Freunde. Ja. Setz deine Bewegung. Ja, ich gehe schon. Mann, macht mich das wütend. Da werde ich so sauer, Wächter. Wächter! Moment mal. Ups. Hör auf mit dem Feuer, ich spucke. Oh, Leute. Es funktioniert leider nicht. Ja, und nun? Ach, Herr König, wir wollen uns noch etwas anderes überlegen. Ja, dürfen wir? Bitte geben Sie uns noch eine Chance. Also schön. Eine letzte Chance sollt ihr noch bekommen. Aber wenn es wieder nicht funktioniert, dann bleibt der Drache für immer im Gefängnis. Ich gebe euch 3 Stunden Zeit. Oh, vielen Dank, oh großer König. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, und ich gehe jetzt wieder meine Mittagsruhe machen. Leute. Wenn uns jetzt innerhalb der nächsten 3 Stunden nichts einfällt, ach, dann muss der Alberich vielleicht für immer im Gefängnis bleiben. Ja, und ich hatte so gehofft, dass Meditieren hilft. Ja, uns muss irgendetwas einfallen. Moment mal, ich habe eine Idee. Ah. Ja? Wir können dem Drachen nicht helfen. Oh, Peter, so funktioniert das nicht. Nein. Aber mir fällt auch nichts ein. Mir auch nicht. Oh, hey, Freunde! Oh, Herbie Heuler. Was ist denn mit euch los? Ihr macht ja ein Gesicht wie 10 Tage Regenwetter. Ist was passiert? Ach, Herbie, erstmal schön, dass du wieder da bist. Danke. Ja. Aber nicht, dass ihr mich wieder auslacht. Nein, Herbie, der Peter hat es doch gar nicht so gemeint. Der fand doch einfach nur deinen Namen so lustig. Mr. Zappa Zappa. Also, Peter, auf. Ja, ist ja schon gut. Herbie, tut mir wirklich leid. Und weißt du was? Ich finde deinen Song wirklich richtig cool. Danke, Peter. Und ich weiß ja, dass ich manchmal eine feuchte Aussprache habe. Schwamm drüber. Wollen wir denn jetzt was zusammen unternehmen? Aber Herbie, hast du denn gar nichts gehört von dem Feuer im Wald und dem Drachen und so? Doch, natürlich ein bisschen was habe ich gehört, dass er ins Gefängnis musste und so. Ja. Aber mehr weiß ich nicht. Ich bin nämlich dann in unseren Proberaum gegangen, weil ich so sauer war. Und dort habe ich erst mal geweint. Und dann habe ich einfach angefangen, meinen Song zu singen und dazu zu tanzen. Und wisst ihr was? Dann ging es mir auf einmal viel besser. Ja, meine schlechte Laune war wie weggeblasen. Hey, Herbie, du bringst mich auf eine Idee. Das ist es doch. Du bist ein richtiger Held. Was? Ein Held? Ja. Kommt, wir müssen ganz schnell zum König. Okay. Also dann, auf zum König. Los. Halte! Na toll, jetzt sind wieder alle weg. Na gut, dann gehe ich eben alleine ein Eis essen. Oh ja, mit Rollmops-Geschmack und Lachsstreuseln. Was gibt's denn, Sammy? Also, wenn der Drache seine Wut nicht langsam in den Griff bekommt, dann brauchen wir ein neues Gefängnis, wa? Entschuldigung! Die ollen Mauern, die halten nicht mehr lange stand. Oh, das ist gar nicht gut, gar nicht gut. Die Staatskasse ist leer. Ich weiß nicht, wo ich jetzt noch Geld herbekommen soll. Naja. Dein Horn brennt! Dein Horn brennt! Naja. Dann brauchen wir eine andere Idee, wa? Oh ja,
Herr König? Oh, da seid ihr ja wieder. Sind wir denn noch rechtzeitig? Ja, natürlich. Und habt ihr euch etwas einfallen lassen? Ja, könnt ihr den Drachen noch mal sprechen? Ja, selbstverständlich. Lasst den Drachen kommen. Jawohl, der Drache kommt. Hey, bringt mal den Vogel nach vorne. Ey, ich hab gesagt, nicht auf meinen Schwanz treten. Also, ich würde da noch mal drauf treten. Ihr seid alle so gemein zu mir. Dabei hab ich gar nichts gemacht. So, Herr König, hier. Das ist er. Da seid ihr, Freunde. Du, Alberich, wir haben noch eine Idee, wie wir dir helfen können. Wirklich? Ja. Tanzt du gerne? Ja. Singst du auch gerne? Oh ja, für mein Leben gerne. Und das auch gleichzeitig? Das habe ich noch nicht versucht. Willst du es mal versuchen? Ja. Toll. Weißt du, die Green Rain Jackets, die spielen gleich ein wunderschönes Lied. Und du tanzt und singst dazu. Alles klar. Gut. Ich gebe mein Bestes. So. La, la, genau. La. Richtig la, schön la, singen. La, 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 und tanzen. War es das auch noch? Jawohl, sehr gut. Und jetzt weiter singen dazu. La, 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 la. La, 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 la. Oh, jetzt bin ich gestolpert, Mann. Jetzt bin ich fünf. Trotzdem weitermachen. Ich muss kein Feuer mehr spucken. Ich muss pupsen. Oh, und das ist auch gut so. Jetzt kommen die Wutgase eben hinten raus. Lass es raus. Das stinkt aber. Wenn ich tanze und wenn ich sing, dann ist vieles nicht mehr schlimm. Dann ist das meiste einerlei. Juchai! Wenn ich sing und wenn ich tanz und ich wackel mit dem Schwanz, dann fühle ich mich ja so frei. Juchai! Es gibt Dinge, da werde ich wütend, bin's richtig leid. Und da weiß ich, da koche ich über in kurzer Zeit. Doch das Feuer der Wut, das tut mir gar nicht gut. Aber jetzt hab ich ein Ding, das löscht meine Seelenglut. Ja! Wenn ich tanz und wenn ich sing, dann ist vieles nicht mehr schlimm, dann ist das meiste einerlei. Juchai! Wenn ich sing und wenn ich tanz und ich wackel mit dem Schwanz, dann fühle ich mich ja so frei. Juchai! La, 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 la! Warte, da kommt noch einer! Lass es raus! Das reicht jetzt aber! Ui, ui, ui! Und jetzt nochmal da! Kommt, ihr dürft alle mit pupsen! Lala! Ja. Es funktioniert, es funktioniert! Herr König, habt ihr es gesehen? Es funktioniert. Der Drache muss kein Feuer mehr spucken. Ja, ja, es funktioniert wirklich. Und lassen Sie den Drachen jetzt wieder frei? Selbstverständlich. Also, liebe Bürgerinnen und Bürger des Regiwaldes, ich, König Volker der Erste, veranlasse hiermit, dass unser neuer Freund Arik freigelassen wird. Oh ja! Ja, aber seine Verdauung, die muss er noch in den Griff kriegen, wa? Ja, das muss er. So, und jetzt, da wir alle so schön beisammen sind, lasst uns noch eine schöne Reggae-Freiluftparty feiern. Oh ja! Na dann, bitteschön! Oh ja! Und Arik, du kannst auch wieder mitsingen und mittanzen, wirklich? Ja? Du darfst auch mal pupsen zwischendurch. Oh toll! Ihr dürft auch alle mittanzen, oder? Natürlich! Und mitpupsen und mitsingen! Achtung, es geht los. Oh, das wird ein Spaß. One, two, three. Ich bin Bo. Erst Bo. Mit vier O. Mit vier O. Tanzt mit mir und singt mal alle Yo. Yo. Ich bin Bo. Erst Bo. Mit vier O. Mit vier O. Ich bin ein Hase und Reggae macht mich froh. Es gibt Vögel, die hören Jazz. Cheep, cheep. Und Frösche, die mögen Soul. Quack. Manche Hunde, die lieben Rock'n'Roll. Es gibt Käfer, die stehen auf Beat. Zum, zum. Und ne Katze, die Klezmer mag. Miau. Doch ich höre am liebsten Reggae jeden Tag. Ich bin Bo. Erst Bo. Mit vier O. Mit vier O. Komm, tanzt mit mir und singt mal alle Yo. Yo. Ich bin Bo. Erst Bo. Mit vier O. Mit vier O.
Ich bin ein Hase und Reggae macht mich froh. So froh! Also, Arik, du weißt, was du zu tun hast, wenn die Wut dich mal wieder übermannt, oder? Ja, dann tanze und singe ich so laut ich kann und dann... Auch wenn es ein bisschen büffelt, das ist immer noch nicht so schlimm wie Feuer. Das reicht jetzt mit der Pupserei. Los, wir singen noch mal, okay? Ja. Ich bin Bo. Er ist Bo. Mit vier O. Mit vier O. Komm, tanzt mit mir und singt mal alle. Yo. Yo. Ich bin Bo. Mit vier O. Ich bin ein Hase und Reggae macht mich froh. Und jetzt ihr da draußen. Ich bin Bo. Mit vier O. Mit jawohl. Vier O. Komm, tanzt mit mir und singt mal alle. Yo. Ich bin Bo. Er ist Bo. Mit vier O. Mit vier O. Ich bin ein Hase und Reggae macht mich froh. So froh. Ah. Ich danke euch, Freunde, fürs Helfen. Ja, gerne geschehen. Bitteschön. Also dann. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Macht's gut. Ciao. Ja. Ups, Entschuldigung. Ach, und übrigens, nicht zu weg hier. Diese schöne Geschichte mit Arik, die gibt es auch in einem wunderbaren Buch. Und dazu gibt es auch eine Hörspiel-CD. Und so sieht das Ganze aus. Das könnt ihr euch auch gern besorgen, wenn ihr wollt. Da könnt ihr lesen und hören. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.